That's how winning is done. Herzlich willkommen bei meinem allerersten Live-Commentary. Mal schauen, wie das so wird. Ich verstehe auch gerade nicht, was bei dem Typen hier abgeht. Moin, Digga. Ja, Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn das Live-Commentary nicht so krass wird, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Echt, da oben kann man noch im Haus chillen. Alter, ich habe diese Map seit, ungelogen, bestimmt 5, 6 Jahren gespielt. Wisst ihr was krasses? Ich habe damals Black Ops eigentlich relativ heftig gesuchtet, also Black Ops 1. Und mein Problem ist, dass ich, weil ich meinen PS3-Namen geändert habe, das hätte mir eigentlich klar sein müssen, weil ich meinen PS3-Namen geändert habe, habe ich jetzt einfach keinen Rank mehr, ich wurde einfach gedereankt. Und nicht nur in Black Ops, sondern auch in Modern Warfare 2. Das heißt, mein Rang ist komplett weg, also alles, was ich auch erspielt habe. Was mich persönlich eigentlich dabei nur großartig stört, ist, dass ich kann ein Revival, stimmt, Alter, ja, Mann, bleib mal stehen, Mann, Digga. Black Ops 1 hatte ich jetzt gar nicht so krass viel Spielzeit wie in MW2 und das fuckt mich halt einfach nur ab. Ich war in MW2 extrem weit. Ich habe halt nur noch ein winzig kleines anderes Problem, deswegen weiß ich halt auch noch nicht, in welchem Ausmaß ich hier jetzt Live-Commentaries machen kann. Und zwar, ich glaube, hier oben ist noch einer, oder? Wow, da kommt auch einer. Und zwar, um von der PlayStation 3 wirklich vernünftige Commentaries auch, oder generell um die Capture Card auch daran anzuschließen, braucht man so ein kleines Modul, das nennt sich Splitter. Also braucht man nicht, es gibt halt auch noch andere Wege, einfach eine andere Capture-Card holen, aber ich meine, ich habe meine jetzt gerade erst neu geholt. Es hat jetzt auch keinen Sinn, sich da jetzt direkt wieder eine neue zu holen, nur weil das mit Modern Warfare nicht läuft. Aber, ja, keine Ahnung, also mein Problem ist es halt irgendwie, dass ich irgendwie nur Sachen streamen kann, beziehungsweise aufnehmen kann, die halt auch einen Kinomodus haben, aktuell zumindest, weil mein Monitor empfängt einfach kein Signal. Und ich kann theoretisch meinen Laptop als Bildschirm nutzen. Das wäre durchaus machbar. Allerdings habe ich dann da das Problem, dass ich da einen maximal heftigen Delay habe. Junge, was fällt dir ein, Alter? Weil, wisst ihr, der zockt mit der Armbrust. Nein, als ob das nicht schon reicht. Nein, das reicht nicht. Der muss auch noch unbedingt mit letztes Gefecht spielen. Boah, wie eklig ist das denn hier? Hier, leck. Ja, schon wieder so eine. Ja, hier. Jetzt kommt meine Spionage. Drohne, Alter, hier, kleinen Mücken, Alter. Ja, da kommt wieder der nächste. Ich muss aufpassen. Anscheinend, also einer spielt hier auf jeden Fall mit letztes Gefecht. Ich muss halt richtig aufpassen. Da ist schon wieder so eine kleine Made. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Streaks habe. Okay, Drohne und Vorräte sind schon mal am Start. Okay, hier oben chillt schon wieder eine Made. Ja, alt. Und dann halt noch so eklig vercampen mit einem absolut abgefuckten C4. Ja, hier gibt mir wenigstens irgendwas Dolles, Alter. Ja, Junge, jetzt verpiss dich da oben. Kannst du irgendwas anderes machen, als dich da oben hinzucampen? Was hast du davon, außer dass dir Pilze wachsen überall? Och ja, moin, Alter. Luftbodengeschütz. Ja, hier, zack. Hab dich. Kleine Made. Oh, das ist irgendwie gerade alles so nervig, dass ich noch keine Streaks auswählen kann. Aber was halt noch viel abgefuckter ist, diese Spielweise. Dass sie entweder mit letztes Gefecht zocken und oder sich sogar so maximal eklig vercampen. Oh, ja, dann krieg ich noch so eine Nade ab, Alter. Wisst ihr was? Ich bleib einfach stehen. Weil das war eindeutig die richtige Entscheidung und es war die falsche, den zu pushen. Das ist so eine nervige kleine Made. Stirb. Deine Mutter. Da
Das ist so eklig, die Spielweise. Die verkämen sich da oben oder da oben in dem Haus oder sonst wo. Hauptsache, dass die irgendwie da mit ihrem absolut minderwertigen letzte Pussy spielen können, Alter. Das ist, ja, hier, da kommt der nächste. Wisst ihr, was mich halt am meisten abfuckt an der ganzen Situation? Dass mein Level noch nicht ausreicht, um mir die Galil zu holen. Denn die Galil ist einer der absolut besten Allrounder in Black Ops. Diese ekelhafte Pussy, die sich da die ganze Zeit verkämmelt, ist das Gefecht. Das ist sogar ein Splitscreen-Zocker. Das siehst du da unten nämlich, wo da angezeigt wird, wer dich gekillt hat. An dieser kleinen 2 in Klammern. Och, Junge. Und schon wieder hängt er irgendwo. Ja, klar, klar. Weißt du was? Komm. Ja, vielleicht doch nicht. Für ein erstes Live-Commentary hoffe ich mal, war es nicht allzu scheiße. Ich versuche das in nächster Zeit ein bisschen öfter zu machen, damit ich mir auch einfach ein bisschen sicherer werde. Und ja, vielleicht schaffen wir es auch mal, dann irgendwann ein Endlevel zu erreichen, noch bevor ich am Blutverlust sterbe. Bis dahin will ich sagen, hören wir uns. Ich wünsche euch viel Spaß und haut rein.